Jetzt am Schluss des Gottesdienstes wollen wir auch uns anstellen zur Gratulation. Und als erstes möchte ich das Gratulationsschreiben des Bischofs vorlesen. Hochwürdiger lieber Herr Geistlicher Rat, ich habe das noch gar nicht verwendet heute, zur Vollendung des 80. Lebensjahres am 21. Juli entbiete ich dir, den gebürtigen Südtiroler und langjährigen Seelsorger der Diözese Fürth, namens unserer Diözese in den eigenen Namen herzliche Segenswünsche. Ich verbinde damit den Dank für deine stetige Bereitschaft zur Aushilfe und die Kollegialität mit den Mitbrüdern. Möge Gott deine Freude sein, das wünsche ich mit besten Grüßen, Bischof Egon Capinari. Und diesen größten Wünschen des Bischofs möchte ich mich als Pfarrer von Mainz ganz besonders anschließen. All das, was ich heute gesagt habe in der Predigt, das ist uns aus dem Herzen heraus, weil wir deine Arbeit bei uns nicht nur sehr schätzen, sondern auch sehr brauchen. Wir sind alle sehr dankbar, dass du mich nicht in dein Steckenhaus zurückgezogen hast, trotz aller Mühsal im Sprechen, sondern wirklich bereit bist, nach besten Kräften mitzurufen. Wir haben uns überlegt, was wir dir schenken sollen. Ich habe gesehen, dass du keine wirklich schöne weiße Stola hast. Daher haben wir uns eine weiße Stola anfertigen zu lassen und dir in Namen der Pfarrer möchte ich sie übergeben. Zur Frage, mein Gewandschiff, kommt noch Blumen, heute ohne Gedicht. Liebe Herr Pfarrer Dr. Maria, im Namen des allgemeinen Gemeinderates gratulieren wir dir recht herzlich zu deinem 80-jährigen Geburtstag. Wir hoffen, dass du noch lange für unsere Pfarrei so fleißig und eifrig tätig bist. Danke für unsere Arbeit.